Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 5.9.2024. Und der, ja, Bub durfte jetzt hier mal ein bisschen sauber machen, was die Mama da gestern verbockt hat. Und wenn wir die Kerze sehen und den dritten Handelstag mal aus dem September vergleichen mit dem dritten Handelstag im August, werden wir feststellen, dass die Kerze, wenn auch deutlich kleiner in der Form und Ausprägung, sehr identisch ist mit dem, was wir schon im August gesehen haben. Noch dazu hat man ja gestern schon den Vergleich gezogen, dass die Kerze hier von der Ausprägung ja schon eher dem ähnelt und ja relativ wesentlich ruhiger unterwegs ist als noch im August. Ja, und jetzt hatte ich hier irgendwo so eine, ja, ich sag mal schon eine Umkehrkerze gestellt, wie wir das auch hier gesehen haben. Und auch all das bedient, was wir angeführt hatten für diese bullische Variante. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte gesagt, typisch, was typisch für den DAX wäre, ist, wenn er sich zum Start dann eben runter auf diese 5,60 wirft, stabilisiert und schnell gleich noch zu 10 Uhr ein neues Tageshoch stellt. Und das hat er auch gemacht, das hat er gestanden gekriegt und sogar das Gap dann zum Vortag geschlossen. So gesehen, der DAX, also muss man sagen, positiv gelaufen. Ja, auch wenn er jetzt den Tagesschluss ja relativ tief wieder zurückgezogen hat, aber das hat er im August genauso gemacht. Ja, von daher lege ich ihm das jetzt erstmal nicht so kritisch aus, würde aber, dann können wir mal in 2-Stunden-Chart zurückwechseln. Achso, hier sind jetzt die Fall, die kennt ihr wieder nicht. Also ich muss mir das echt mal angewöhnen, dass ich euch das nicht bloß erzähle, sondern auch einzeichne. Mir fällt das immer erst ein, die Pfeile dann reinzukritzeln, wenn ich die Trading-View-Analyse einstelle und dann feststelle, hey, da sind ja gar keine Pfeile drin. Das kann ich natürlich mit euch genauso schon und würde ja dem einen oder anderen vielleicht auch helfen. Hier ist, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen auf jeden Fall ein Abflachen der Bewegung, aber es fehlt halt auch außer dem ersten Zunderschlag hier, fehlt einfach auch ein bisschen Kraft nach oben. Wir haben eine mögliche kleine Flagge hier drin. Um es kurz zu machen, unser DAX müsste als Beweis am Donnerstag bitte auch noch mal über die 18.600 drüber. Ja, über 18.600 nochmal drüber. Einfach um anzuzeigen, ja, ich habe Bock auf Erholung. Ich verkrümel mich hier nicht, weil ich ein Hosenschisser bin. Ja, hatte Bock auf Erholung, geht über die 8.600. Dürfte man damit rechnen, dass wir nochmal die 670-700 einlaufen. Und der zentrale Bereich wird natürlich dann hier oben die 775-800. Ja, das ist jetzt so die zentrale Rücklaufmarke, die halt über ja, Tod oder Leben entscheidet. Ja, also so sinngemäß haben wir es auch im Premium-Dienst schon geschrieben. Das wird dann die große Bastion. Und deswegen könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass es auch probiert, nochmal anzuspielen. Entweder legt er sich nämlich von hier oben dann richtig nach unten ins Knie und legt sich hier bis fast 18.200 runter. Ja, oder er steigt oben einfach wieder durch und knallt uns noch ein neues Allzeittuch rein, ja, vor der US-Wahl. Ja, also das wird dann die große Entscheidungszone hier oben. Und von daher würde es mich gar nicht wundern, wenn er jetzt, wo er eine Basis für eine Erholung gekriegt hat, das ist ja im Tagesschart definitiv der Fall, ja, er hat jetzt hier eine Basis für eine kleine Umkehr, um hier den Druck rauszunehmen aus der Abwärtsbewegung. Und es würde mich gar nicht wundern, wenn sie das versuchen, nochmal nach oben anzuziehen. Könnte ein bisschen werden wie auch im August schon, ja, also es muss jetzt nicht unbedingt auf eine grüne Tageskerze hinauslaufen. Kann auch sein, der hupft da einmal kräftig nach oben und kommt dann wieder zurück. Da sollte man genau mal auch auf rote Stundenkerzen achten, da oben dann, denn angeschlagen ist er hier. Er hat hier ordentlich eine verpasst gekriegt am Dienstag. Das kann natürlich andere Leute motivieren, da auch nochmal von ihren Positionen abzuspringen und das nachzumachen, wenn er jetzt wieder in die Erholung hochkommt. Und von daher würde ich es gar nicht ausschließen, dass der vielleicht aus der 700 oder gerade eben dem Bereich 775, 800 dann eben deutlich abgestraft wird. Das alles ist aber nur relevant, wenn wir ihn über der 600 sehen. Ja, ganz klar, wenn wir ihn über der 600 sehen. Unten würde ich so ein bisschen die Kante ziehen. Ja, wo ist es ein bisschen schwierig? Ich würde fast hier so sagen, na, 530 wäre mir zu knapp, vielleicht so eine 500. Geht er wieder unter 500, würde ich dann auch erwarten, dass wir das Gap hier schließen bei 450. Ja, und wenn er das Gap bei 450 schließt, muss halt auch nicht Ende sein. Also entweder, wenn er dort eine schöne grüne Stundenkerze hinrammt, hier unten bei 450 kann er natürlich auch komplett den Sport nach oben wieder durchziehen und selbst bis zur 700 durchpowern, das kriegt er hin. Ja, aber wenn er da auf roten Stunden einfach durchklickert nach unten, also ich würde den nach unten Raum lassen. Ja, das kann 360, 335, das war die ganze Zeit die Range-Mitte, das ist erreichbar. Und drunter sogar bis 18.200, das ist alles drin. Ja, wäre zwar für einen Donnerstag definitiv zu viel, das schafft er nicht. Ja, aber einen guten Meter könnt ihr bis dahin schon mal machen. Ja, und gerade so eine 360, die ist jetzt schon erreichbar. Das schafft er. Und dann wird er dann zum Freitag hier unten auf die 200 gehen. Ja, und deswegen wäre ich unterhalb von 500 einfach ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, Gap Close bei 450 nicht ignorieren. Das kann ein Game Changer werden.
Aber ich denke, wenn er den Game Changer spielen will, dann hat er den jetzt schon. Ja, dann musst du bloß ausspielen und über die 600 drüber. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir gestern schon hatten. Es geht nicht darum, oder im Grunde kann alles passieren, ja, sondern wir gucken immer so ein bisschen, was wäre typisch für den DAX. Und wir handeln eben dann das, wenn er uns das genauso bestätigt, wie wir das haben wollen. Wenn er irgendwas anderes macht oder aus dem Raster tanzt, aus dem Muster tanzt, heißt entweder zur Seite gehen, aber auf jeden Fall nicht dagegen verkämpfen. Ja, und hier braucht man jetzt gar nicht weit weggucken. Ich habe euch das gestern hergeleitet, vom Bewegungsverhalten mit dem Runtertippen und dann früh wieder hoch. Einfach aus der Erfahrung, Erinnerung von alten Zeiten heraus. Aber hier braucht man ja jetzt wirklich nur nach links gucken und sieht ein ähnliches Bewegungsverhalten, nur eben deutlich flacher, deutlich kleiner. Und ja, könnt ihr euch selber ableiten, ja, was daraus jetzt werden kann. Ja, kann durchaus hier sich jetzt wieder ein nach oben rausfummeln. Aber ich will nur über der 600 sehen. Das wäre mir eben wichtig. Vorher würde ich mich da nicht long vergehen wollen. Außer vielleicht von 4,50 kommt eine schöne grüne Stundenkerze. Dann würde ich es probieren. Ansonsten wäre für mich dann unten raus eher Short-Kandidat. Ja, gut, Freunde. Dann machen wir es hier zu. Ich hoffe, es mit dem Hall war nicht ganz so schlimm. Ja, wünsche euch Spaß. Bis morgen. Tschüss.